Wir sind unterwegs in den Ort Monguno. Die Reise ist nur mit dem Hubschrauber möglich. Die Straße hierher ist noch immer nicht sicher. Hier leben normalerweise 60.000 Menschen. Jetzt sind 140.000 Flüchtlinge dazugekommen. Wir besuchen eines der provisorischen Camps, in denen die Menschen unter katastrophalen Bedingungen leben. Während wir filmen, kommt Isa auf uns zu. Zeigt uns stolz, ihre Zwillinge, gerade mal 2 Monate alt und sichtlich unterernährt. Nein, ihnen geht es gut, alles ist in Ordnung, sagt die Mutter. Eine gefährliche Fehleinschätzung. Der Arzt einer Hilfsorganisation eilt herbei. Wir werden die Kinder jetzt mitnehmen und sie sofort behandeln. Ob sie denn dringend Hilfe benötigen? Ja, antwortet er. Isa ist vor 3 Monaten mit ihrer Familie aus ihrem Dorf hierher geflohen. Immer wieder gibt es dort Angriffe von Boko Haram, auch heute noch. Im Behandlungszentrum werden die Zwillinge untersucht und die Mutter aufgeklärt. Sie dachte, dass es normal sei, wenn ihre Kinder in dem Alter so aussehen. Die Kinder von Freunden im Dorf sehen alle so aus, sagt sie. Wir sind sehr froh, dass sie jetzt hier ist. Wir werden sie jetzt in unser Krankenhaus in der Stadt einweisen. Unterernährung ist sehr gefährlich. Das kann tödlich enden. Erst seit Juni arbeiten Alima und andere Hilfsorganisationen in Monguno. Vorher gab es nur einen Arzt in der Stadt. Bis zu 100 unterernährte Kinder werden jetzt allein in dieser Klinik pro Tag untersucht. Noch schlimmer ist die Lage in den unzugänglichen Dörfern. Die Vereinten Nationen schätzen, dass 2 Millionen Menschen noch immer abgeschieden sind und keinen Zugang zu Lebensmittellieferungen haben. Verschärft wird die Situation durch die Strategie des Militärs. Sie wollen die Boko Haram-Terroristen von der Versorgung abschneiden. Isa hofft, dass das Militär Erfolg hat und sie bald mit ihren gesunden Zwillingen zurückkehren kann. Nach Jahren der Angst will sie endlich wieder auf ihrem Feld etwas anbauen und ihre Familie selbst ernähren.